Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von Vampire's Dawn. Ich hatte sehr lange nichts mehr von diesem Part hören lassen. Nun wird es langsam Zeit. Ja, ich habe nicht gerade das Level 15 erreicht, was ich machen wollte, aber ich muss mal langsam auch mal hier mal wieder ein paar Parts raushauen. Das ist einfach ekelhaft, dass ich zu lange nichts mehr von mir hören ließ. Es wird zu viel gewartet. Und ich denke mal, ich bin, glaube ich, bereit. Wenn nicht, dann habe ich gleich voll gleich keine Zähne mehr in meinem Vampirmaul. Ja, wir hatten ja letzten Part ja Thema Aisha, kann ich dazu nur sagen. Wir machen uns jetzt auf den Weg, sie zu suchen. Leider weiß ich auch schon längst, wo sie ist. Das mir war leider unfreiwillig passiert, als ich hier am Leveln war, weil ich immer verschiedene Inseln durchsucht habe, wo ich mich am besten leveln konnte. Das war ja hier. Habe ich mich hier am meisten gut gelevelt, ja, hier in der Nähe von Valnars alten Stadt. Ich glaube, das war Klenner. Ja, die Stadt, wo sich Aisha jetzt auffindet, werden wir uns jetzt gleich hochflattern, bevor die Zeit abläuft. So, wir düsen jetzt mal hier hoch. Lalalalala. Bei Gott ist die Karte riesengroß, ey. So, wir gehen jetzt erstmal hier hoch. Und hoffen mal, dass wir nicht so gewaltig ein paar voll die Zähne kriegen. Aber, was laber ich großartig? Los geht's, ins Abenteuer wieder. Tradan. Und es ist ein roter Totenkopf. Ich habe das Gefühl, ich mache gerade den größten Fehler meines Lebens. Was ist denn hier passiert? Sieht ja furchtbar aus. Ach, so würde ich das nicht ausdrücken. Es sieht furchtbar aus, Aska. Irgendwer oder irgendwas hat hier seinen Zorn ausgelassen. Ich weiß auch schon wer. Nein. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, Aska hat recht. Es war bestimmt Aisha. Das werden wir ja sehen. Lass uns hier mal umsehen. Ist das eine gute Idee? Wow! What the fuck? Zombie! Okay. Ich habe mich schon gedacht, was ist jetzt los? Muss ich mich jetzt mit den Dorfbewohnern hier rumprügeln? Ach, einfach. Nicht zu viel reden. Kann ich den beißen? Kann ich verseuchtes Zombieblut fressen? Ach, die beiden greifen an. Ui. Ja. Ja, wollte ich gerade sagen, da hätten bestimmt kein Blut zum Trinken. Alter! Okay, es war groß, der große Fehler meines Lebens, dass ich getan habe. Ahahaha. Oh mein Gott. Ich hätte doch lieber Nebenquests machen sollen. Ja, hätte ich wirklich machen sollen. Alter, die zerficken mich doch hier. Ah! Oh. Seid ihr wahnsinnig, ey? Ah, es gefällt mir. Ja, toll! Ich muss hier weg. Ich hau mich ja hier kurz und klein hier. Ich sterbe! Ah, ich sterbe! Ich sterbe hier gleich. Ja, warte mal. Am besten wäre mal, dass ich Zombies am besten mal. Ich habe nur einen Eisball. Am besten die Zombies einfach abfackeln. Ich glaube, das wäre die einzige beste Möglichkeit, den aufzuhalten. Oh ja. Oh ja. Ich bin gleich wirklich tot. Ich größten Wahnsinniger. Fähigkeit. Feuerstrahl. Verbrennt den Arsch. Verbrennt ihn. Verbrennt ihn. Alter, was war denn das jetzt, ey? 120 nur? Ja, pff. Alter, was war denn das für eine kranke Scheiße jetzt hier? Ey, hier muss ich ja echt. Oh, der hat mich ja zerfickt hier wortwörtlich hier. Igitt. Oh mein Gott. Ich lauf mich mal hier. Ich hoffe, hier passiert mir jetzt nichts. Ich werde gleich einfach hier einfach nur mich mal umsehen. Alter. Was hat die denn hier angerichtet, ey? Oh mein Gott. Eindeutig tot. Ja, nee, weißt du, er schläft nur. Oh, er macht ein Dickerchen. Er liegt auf dem Boden, meditiert. Eine Blutflasche erhalten. Oh Mann, ey. Warum wird denn jetzt hier überhaupt geklopft, ey? Wow. What the hell? Oh mein Gott, mein Klon! Weil das Klon liegt hier tot! Brutal aufgeschlitzt. Brutal aufgeschlitzt. Blutiges Massaker. Blutrausch. Falsches Spiel. Einen doppelseitigen Säbel erhalten. Aska.
Wäre das was für dich? Nee, der fand dich voll schwach. Nö. Nö. Oh Gott, ey. Ich sollte die Zombies hier gewaltig mal außer Acht lassen, ey. Das ist ja was von Crank, ey, was die mit mir machen. Ich hätte doch Level 15 machen sollen, ey. Oh Gott, nein. Ich wusste. Frag mich überhaupt, hat der überhaupt einen Sinn gehabt mit Level 15? Ich glaube, die hätten mich auch so dann zermürbt. Ist ja grauenvoll, was die hier mit mir machen, ey. Übel. Aber sowas von übel, ey. Oh Mann, ey. Ja. Ich glaube, wäre das Beste, dass ich hier eben mal warte und mich heile. Ich mache, bevor ihr nicht so lange wartet, einen kleinen Päuschen drücke ich hier. Ich drücke jetzt mal kurz auf Pause und heile mich und dann laufe ich wieder weiter. Einen Moment kurz. So, da bin ich wieder. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen erholt. Meine HP ist wieder normal alles. Ja, was habe ich mir gerade hier bloß gedacht? Dachte ich mir gerade nur. Ich sollte mal wirklich, ja, der Totenkopf sagt es mir auch. Das sind Gegner, die mich zerficken wortwörtlich. Ich muss die einfach nur am besten umgehen. Das ist das Einzige, was ich hier nur machen kann, mich hier einfach nur erkunden. Oh Mann, ey. Zombies sind echt ekelhaft. Brutal aufgeschlitzt. So, einfach mal hier einfach durchsuchen. Vielleicht finde ich ja irgendwas, was mir helfen könnte. Vielleicht finde ich hier irgendwas Tolles. Na, gehst du mal da durch. Ah, hier ist nichts, hier ist auch nichts. Blutbefleckte Wände. Bilder auf dem Boden. Umgekippte Pflanzen. Blut. Blut, Blut. Kaputt. Zerstört. Löcher. Toter Tisch. Ein Goldhammer. Goldhelm? Ausrüsten. Habe ich offen? Zu schwach. Ich habe schon bessere Klamotten. Ja, das liegt daran, weil ich auch, ich habe auch während ich gelevelt habe, auch ein bisschen meine Mine erbaut. Da sind jetzt auch ein bisschen viele Arbeiter drin. Ne? Deswegen konnte ich dadurch, irgendwie hat es sich dadurch ergeben, dass ich dann auch mehr Ausrüstung habe. Ich glaube, Ceratos hatte davon ja auch mal was erwähnt in meinen Kommentaren. Und nochmal einen kleinen schönen Gruß an meine Abonnentin. Kindslayer nenne ich sie ja, mit der ich ja manchmal bei League of Legends spiele. Ich habe mich noch mal letztens mal umgesehen. Du hast gesagt, ich könnte zwar verschiedene Zauber lernen. So, ich war aber letztens in dem Magieraum drinne, aber ich finde da nichts. Hey, hier ist ja jemand drinne. Hallo da drin, komm raus. Nee, ich habe Angst. Angst? Brauchst aber keine haben. Ach ja? Wieso? Weil wir keine Monster sind. Ich glaube euch kein Wort, verschwindet. Komm schon raus. Ah, schon gut, dann bleibt doch da drin. Verschwindet. Komm schon raus. Ah, schon gut, dann bleibt da doch da drin. Verschwindet. Prügel den gleich raus, ey. Ich tritt da fast gleich um. Kann man da fast umtreten? Welche Taste ist das? Ein Schutzring. Ah, oh, ein Schutzring. Wissen ist Macht. Fähigkeit. Oh, Schutzring. Natürlich ja, lässt ein Gewitter versiegen und stoppt Regen. Okay. Ausrüstung, sonstiges, Schutzring. Schützt den Träger vor blind, stumm und starre Zauber. Okay, nehmen wir mal direkt. Der Qualner ausrüsten, der kriegt das. Weil Qualner ist der Hauptschar hier, deswegen kriegt er sofort, was man am besten ist, sofort in die Hand gedrückt. Wenn ich was Besseres finde, kriegt er ein anderer. Die Gedärme quillen über. Lecker! Sky. Die Gedärme quillen über. Hervor. Gedärme. Lecker. Typisch Walner. Aska. Ja, ich verwechsel jetzt Aska und Walner. Das merkt man wieder, wie oft ich das Spiel gespielt habe. Gar nicht mehr. Ich hab nur wie ein Bekloppten wieder. Ah, den möchte ich nicht sehen. Der kommt. Oh, das ist noch ein Zombie gewesen gerade. Ja, Friedhof, ja, da gehe ich jetzt ganz bestimmt hin. Ganz bestimmt nicht. Ich will mich erstmal hier umsehen. So, hier habe ich. War ich hier schon drinne? Ne, hier war ich nicht drinne. Schau mal hier. Die Hauptschlagader wurde durchtrennt. Welch Verschwendung guten Blutes. Ja, hast du recht. Schönes Blut verschwenden. Wer tut so? Bah, what the fuck? Noch ein Toter. Ja, das sehe ich. Der sieht ein bisschen so an die Wand genagelt aus.
Aber nur ein bisschen falsch herum. Ein Flammtrank erhalten. Flammtrank? What the hell? Flammtrank? Wo ist Flammtrank? Steht hier nichts von Flammen. Ach hier, Flammentrank. Verbrennt den Gegner. Ah, okay. Kann ich auf den schmeißen oder was? Hat doch direkt Flammenglas und kein Flammentrank. Ich hab gedacht, das wäre was zum Trinken für mich da so. So schöne Sushi-Getränke so. Ich hier so mit Paprika und Peperoni versüßt und so. Aber das ist echt. Oh, da gehe ich nicht hin. So, ich war jetzt hier lang gelaufen. Gibt es eigentlich noch mehr hier? Ich laufe mal ein bisschen vorsichtig hier rum. Nein, bloß. Ups. Ah, toll, bin ich wieder. Ich sag nicht, die Zombies sind wieder da. Nein, da liegt noch die Lache. Ich werde mir irgendwann, wenn ich mal da hingehe und die mal als ruppen. Ich werde einfach geistesbesinnt einfach jetzt Richtung Friedhof laufen. Alter Mann! Oh mein Gott, ein Zombie-Opa! Ist ja immer gruseliger hier, was? Wow! Ach, du heiliges Ei. Rest in Peace, ja. Ruhe in Frieden. Der da ruht aber nicht in Frieden, der will mich ja. Wow! Du heiliges Ei. Was zum? Skelett erscheint. Ja, ich sterbe gleich. Juhu! Die qualvolle Art des Sterbens. Sehigkeit, Lichtstrahl. Schwört einem Gegner. Ja. Schadet es ein Skelett. Fähigkeit. Mach mal Kälte auch mit ihm. Alleine macht Fähigkeit. Feuerstrahl. Ah, super. Ich werde direkt massakriert hier. 39 HP. Oh, der Schaden ist gut. Ja. What the fuck? Boah! Alter! Der hat mich geköpft bestimmt! Der hat meinen Kopf abgeschlagen! Weil er ist kopflos! so viel zum Thema, nur nicht den Kopf verlieren! Oh Gott! Da Ah, ich kriege einen auf die Birne. La 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 la. One thing in the air. Sha la 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 la. Was habe ich jetzt hier getan? Warum mache ich denn hier? Was tue ich hier eigentlich? Oh mein Gott, ich werde sterben. Stattdessen mache ich ein Eisschild. Bin ich denn des Wahnsinns? Ja, warum frage ich auch? Feuerstrahl, Skelett. Zack, da stirbt der erste. Oh, alleine war ich noch aus. Alleine OP! Zack! Allein kein. Ich lache noch schön. Nein, bitte. Ich hätte noch weiter leveln sollen. Ich glaube, die Parts wird sich ein bisschen verschieben, glaube ich. Ich muss ein bisschen weiter leveln. Ja, alles, ja, komm, lass es lieber. Komm, jetzt wird es lieber. Direkt so verhaus. Versuch nochmal Feuer. Warte mal, warum macht der Feuer? Nee, okay, weil ich auch auf die Magiewerte geachtet hab. Komm bitte, geh kaputt. Nein! Ah! Er wurde wieder geköpft. Nein, er ist kopflos. Das steht vor der Frau. Oh, boah. Bam! Ja, das Kopf hält eine Starre. Als Mutgeist erhaltet ihr unendliche Qualen. Ich schmeiß mich gerade weg. Das war viel zu verrückt. Was tue ich hier? Ja, Game Over. Das sehe ich, das war wirklich ein Game Over. Die haben mit mir so gespielt, die Viecher, ey. Warum mache ich das auch? So kann ich doch nicht bearbeiten. Ja, ich glaube, das reicht mir für mich heute. Wir haben heute den Vampire's Dawn Massacre Part heute gesehen. Wow. Wow, einfach nur wow. Was könnte ich denn am besten machen jetzt, glaube ich, die nächste Zeit? Das
Ich kann nicht die ganze Zeit leveln und euch die Parts vorenthalten. Ich muss mir was anderes einfallen lassen gerade. Aufgaben. Ja, beiß dir mal Finger. Genau das tue ich gerade auch, ey. Ich glaube, so habe ich Ärger gemacht, wo die auf mich eingeschlagen haben. Da dachte ich nochmal. Hole für Marie aus Klenner eine Kette von Tante Elena aus Melsan. Bringe den Brief von Marlene zu ihrem Onkel in Easttown und hole dann von ihr deine Belohnung ab. Finde einen Anhaltspunkt zu Aishas Aufenthaltsort. Finde einen Aufenthaltspunkt zu Apraxas Aufenthaltsort. Finde raus, wer der Auftraggeber von Sir Esti ist. Suche Nähe von Esrit nach auf den Barkeeper, bringe ihn in seinen Pub zurück. Ich habe so viele Quisten. Ich glaube, soweit ich weiß, kriegt man davon auch Erfahrungspunkte. Leute, ich habe schon wieder einen Einfall, was ich die nächsten Parts machen werde. Ich werde ja erstmal Nebenquests machen, damit ich so ein bisschen bessere Level-Ups kriege. Das wäre für mich die einzige bessere Methode, überhaupt besser vorzuschreiten. Ja, damit ich wenigstens ein paar Parts für euch rauszimmern kann, damit ihr nicht weiter mit Leper Stone nicht so in kalten Zone hängt. Ja, ich werde mal sagen, das ist was für mich erstmal für heute. Ich habe heute mal genug, ich habe heute genug auf die Fresse gekriegt. Ah, wow, war das jetzt ein Part. Wow, wow, wow. Ja, ich werde mal sagen, die zum nächsten Part von Vampire Storm. Wir sehen uns dann mit Nebenquests machen. Wir sehen uns.